Hallo und schönen guten Abend. Heute startet ja die Season 25 in Diablo 3 und passend dazu wollte ich hier in dem Video nochmal ganz schnell das Season-Thema für die Season 25 zusammenfassen. Würde ich sagen, fangen wir direkt an. Season 25 ist ja die Season der Lords of Hell. Bedeutet, das Season-Thema richtet sich thematisch nach den sieben Übeln, die wir in der Welt von Diablo so kennen. Bedeutet die drei großen Übel, Baal, Mephisto und Diablo und die vier kleinen Übel, Andariel, Duriel, Belial und Asmodan. Passend zu jedem dieser Übel haben wir jetzt quasi einen Soul Shard oder auf Deutsch Seelensplitter. Das sind quasi wie Legendary Gems, kann man sich das vorstellen. Nur nicht für den Schmuck, also nicht für Ringe und Amulette, sondern die drei Seelensplitter für die großen Übel kann man in den Helm reinsockeln und die vier Seelensplitter für die kleinen Übel kann man jeweils in eine Waffe reinsockeln. Bedeutet, Klassen mit zwei Einhandwaffen wie Barbar, Monk oder auch Demon Hunter können jeweils nur einen für die Waffe benutzen, müssen in der anderen Waffe dann weiterhin Smaragd reintun. Jeder dieser sieben verschiedenen Soul Shards hat natürlich jetzt einen neuen, einzigartigen, legendären Effekt, von dem wir jeweils profitieren, wenn er im Helm oder in der Waffe eingesockelt ist. Dieser Effekt unterteilt sich dann immer in einen Malus und einen Bonus, also einen negativen und einen positiven Effekt. Wir nehmen hier als Beispiel mal den Sliver of Terror, das ist der Diablo-thematisierte Gem. Der erhöht zum Beispiel alle unsere Abgangzeiten um 25%. Das ist der negative Effekt, also längere Cooldowns quasi auf unseren Spells. Zusätzlich aber, für jeden Spell, der gleichzeitig on Cooldown ist, also auf Abklingzeit ist, erleiden wir 12,5% weniger Schaden und fügen 12,5% mehr Schaden zu. Bedeutet, wenn beispielsweise vier verschiedene Spells gleichzeitig auf Cooldown sind, irgendwelche Buffs zum Beispiel, würden wir 50% weniger Schaden erleiden und 50% mehr Schaden selber machen. Also so unterteilt sich das quasi ungefähr bei allen diesen verschiedenen Soul Shards. Das ist aber nicht das Einzige, was die Soul Shards können. Zusätzlich droppen diese Soul Shards immer auf Rank 0 und können bis Rank 3 aufgewertet werden. Ähnlich wie wir das halt von anderen legendären Edelsteinen kennen. Das Ganze machen wir aber jetzt nicht bei Urshi am Ende von dem Greater Rift, sondern dafür benutzen wir das neue Consumable, was in Season 25 droppt. Und zwar Hellforge Ember. Wir müssen jeweils immer ein Hellforge Ember benutzen, um einen Soul Shard von einem Rank zum nächsten Rank zu bringen. Und das Soul Shard verschwindet dabei quasi. Also brauchst du insgesamt drei Hellforge Ember, um einen Soul Shard von Rank 0 auf Rank 3 zu bringen. Und bei jedem Rank bekommt ein Soul Shard weitere Effekte dazu. Auf Rank 1 geben uns die Soul Shards jetzt alle verschiedenen Effekte, die uns die normalen Edelsteine im Helm oder in der Waffe geben würden. Bedeutet beispielsweise die Prime Evil Soul Shards, die für den Helm, würden uns Prozentleben, Cooldown Reduction, Resource Cost Reduction, Goldfind und XP geben. Alle diese Effekte gleichzeitig. Bedeutet Prozentleben ist der Effekt von einem Amethysten, Cooldown Reduction ist der Effekt von einem Diamant, Resource Cost Reduction ist der Effekt von einem Topaz, Goldfind ist der Effekt von einem Smaragd und Bonus XP ist der Effekt von einem Rubin im Helm. Das bekommen wir alles gleichzeitig. Und die Lesser Evil Soul Shards, also die für die Waffe, würden uns quasi Damage Range geben, Bonus Crit Damage, Bonus Elite Damage, Life per Hit und Dornenschaden. Und das auch alles gleichzeitig. Das Ganze rollt dann immer noch in der gewissen Range, hier 270 bis 300 Damage oder 23 bis 25% Leben. Und dabei ist auch immer die Mindestrange genauso hoch wie quasi die höchste Qualitätsstufe eines jeweiligen Edelsteins. Bedeutet beispielsweise, der höchste Amethyst, der Flawless Royal Amethyst, gibt uns im Helm 23% Leben und auf der Waffe 28.000 Life per Hit. Jetzt hier die Soul Shards jeweils im Helm geben uns 23 bis 25% Leben. Das ist die Range, in der das rollt, wenn ihr den upgradet. Und die in der Waffe geben uns 28 bis 30.000 Life per Hit. Und auch in der Waffe kennt ihr es normalerweise, der höchste Smaragd gibt uns 130 Crit Damage. Das Ganze rollt dann hier in der Waffe 130 bis 150 Crit Damage. Also diese Ranges wurden auch nochmal ein kleines bisschen erhöht quasi. Das bedeutet, damit sind die Soul Shards dann schon besser als jeder normale Edelstein, den wir an die Stelle sockeln könnten. Auf Rank 2 bekommen die Soul Shards jetzt zusätzlich nochmal einen von vier verschiedenen Effekten. Bedeutet, die Lesser Evil Soul Shards für die Waffen bekommen entweder 12 bis 15% mehr Attack Speed oder 10 bis 15% Schaden oder 7 bis 10% Crit-Chance oder 20 bis 25% Elemental Damage. Bedeutet, hier rollt entweder Poison Damage oder Physical oder Feuer oder Cold. Also da muss man noch das richtige Element dann treffen.
aber nicht wie auf Stufe 1, wo die quasi alle Effekte auf einmal bekommen. Hier rollen sie von 4 verschiedenen Effekten jeweils einen. So, die Primeval Soul Shards, also die für die Helme, bekommen entweder 946 bis 1125 Mainstat, also entweder Intelligenz, Geschicklichkeit, Stärke oder Vitalität. Da ist es übrigens egal, auf welcher Klasse ihr den Soul Shard von 1 auf 2 aufwertet. Ihr bekommt einen Random Mainstat. Also auch wenn ich das mit dem Hexendoktor mache, kann ich da Stärke oder Geschicklichkeit bekommen. Das ist einfach komplett random. Entweder das hier oder 55 bis 62 All Resistance oder 15 bis 20% Nahkampf Damage Reduction oder 15 bis 20% Fernkampf Damage Reduction. Hier machen übrigens die All Resistance absolut keinen Sinn, weil das nur 55 bis 62 rollen können. Und Mainstat kann ja bis 1125 rollen und 1125 Intelligenz wären beispielsweise 112,5 All Resistance. Bedeutet, wenn ihr hohen Intelligenzwert rollt, egal welchen Intelligenzwert ihr rollt, ist es auf jeden Fall besser als die All Resistance. Keine Ahnung, warum sie die All Resistance Range hier so low gemacht haben, aber die ergibt auf jeden Fall einfach keinen Sinn. Auf Rank 3 rollt dann jeder einzelne Soul Shard nochmal mit einem von 3 verschiedenen einzigartigen legendären Effekten. Und die sind quasi, diese 3 verschiedenen legendären Effekte sind einzigartig pro Soul Shard. Bedeutet, jeder Soul Shard hat einen Base-Effekt, einen einzigartigen für sich quasi. Und auf Stufe 3 nochmal insgesamt 3 verschiedene einzigartige Effekte, von denen er jeweils einen rollt. Bedeutet, da gibt es insgesamt auf Stufe 3 21 verschiedene Effekte, die man haben kann, die man alle ausprobieren kann, für Helm und für Waffe. Ja, ich zeige das Ganze nochmal am Beispiel vom Sliver of Terror, den Diablo thematisierten Gem mit der Abklingzeit, das hatten wir eben schon, den man in den Helm reinsockelt. So, der kann zum Beispiel auf Stufe 3 entweder rollen, ihr wirkt einen verheerenden Feuerring, nachdem ihr 100 Gegner getötet habt. Bedeutet, man sammelt da so Stacks in seiner Buffleiste, hat man auch einen Buff. Immer wenn man einen Gegner tötet, kriegt man einen Stack. Wenn die 100 erreicht sind, resettet sich das Ganze und unter dir spawnt quasi der Angriff von Diablo, so ein Feuerring. Das ist eine Attacke ganz normal von Diablo in der Kampagne. Der schießt so einen Stahl erst nach einem, so einen kleinen Feuerball und wenn der aufprallt, kommt da diese Feuerfläche. Und die tut man quasi selber einfach spawnen. Dieser Feuerring skaliert übrigens mit der Greater Rift Stufe, also der macht pro Greater Rift Stufe verhältnisweise immer den gleichen Schaden, macht dann auf 150 ca. 1,3 Billionen Schaden. Damit kannst du schon Elite so auf Half-Life hauen, wenn die da die ganze Zeit, während dieser Feuerring da ist, da drin stehen. Aber skaliert nicht mit der Spieleranzahl, macht also in einer Vierspielergruppe weniger Schaden, also denselben Schaden wie im Solo, aber verhältnisweise, weil die Gegner ja mehr Leben bekommen, weniger Schaden. So, das wäre zum Beispiel der erste Effekt, der da rollen kann. Der zweite Effekt wäre dann, deine Angriffsgeschwindigkeit und kritische Trefferchance sind um 5% pro Fertigkeit auf Abklingzeit erhöht. Und das Ganze passt natürlich zu dem normalen Base-Effekt vom Gem, wo du generell 12,5% weniger Schaden erleidest und 12,5% mehr Schaden machst für jeden Spell on Cooldown. Da bekommst du dann zusätzlich nochmal 5% Attack Speed und 5% Crit-Chance für jeden Spell on Cooldown. Ist halt auch super praktisch. Oder der dritte Effekt wäre dann, wenn 3 oder mehr Fertigkeiten auf Abklingzeit sind, sind euer Blitz- und Feuerschaden um 50% erhöht. Das Ganze bringt natürlich dann nur allen Builds was, die überhaupt Blitz- oder Feuerschaden benutzen und diese 50% addieren sich zum Elementarschaden, den du schon so von deinem Gear hast quasi. Das Ganze passt aber wegen dem Effekt, wegen diesen 3 oder mehr Abklingzeiten auf Fertigkeit, natürlich auch wieder zum Grundeffekt, zu dieser Abklingzeit-Thematik. So in der Art sind auf jeden Fall alle Soul Shards aufgebaut. Eine jetzt detaillierte Liste über alle Soul Shards und alle Effekte auf allen Ranks quasi, könnt ihr nochmal in der Videobeschreibung nachschauen. Da habe ich 2 verschiedene Google Excel Doc Dokumente gemacht, eins auf Englisch und eins auf Deutsch, wo ihr ausführlich alle Effekte nachschauen könnt. Weil die jetzt alle in dem Video zu zeigen quasi, wäre dann quasi unnötig, könnt ihr alles da in Ruhe nachgucken. So, und jetzt stellt sich natürlich noch eine ganz wichtige Frage, und zwar, wo droppen wir denn jetzt eigentlich die Soul Shards als auch die Hellforge Ember? Als allererstes, die droppen natürlich nur in der Season 25 und nicht in Non-Season, und das Ganze wird auch nicht in die Non-Season übernommen, also nach der Season, nachdem die vorbei ist, wenn es nach Non-Season geht, wird das Ganze auch wieder gelöscht, ähnlich wie die Ethereals. So, an sich können Soul Shards und Hellforge Ember immer und überall droppen. Es gibt keine Art und Weise, wie man die craften kann und man kann die auch nicht bei Kadala gambeln. Die können überall in Rifts, am Ende vom Greater Rift oder im Abenteuermodus überall droppen. Und auch unter Level 70 können die schon droppen, auch während des Levelprozesses.
die Soul Shards jetzt spezifisch, haben aber eine sehr, 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 sehr hohe Drop-Chance bei Bossen. Bedeutet bei Rift-Bossen, Greater Rift-Bossen und auch bei den ganz normalen Akt-Bossen. Bedeutet in Akt 1 zum Beispiel beim Skeleton King, Aranea oder beim Schlechter. Also droppen sie von allen Bossen, die auch als solche auf der Karte markiert sind, mit diesem kleinen Boss-Schädel. Das bedeutet zum Beispiel, in Akt 2 zählt Vidia nicht, weil er nicht mit so einem Boss-Schädel wirklich als richtiger Boss markiert ist, weil er erst später ins Spiel kam. So, und jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt. Jedem der 7 verschiedenen Soul Shards wurde jeweils ein Akt zugewiesen, in dem er mit einer nahezu 100%igen Wahrscheinlichkeit von den einzelnen Bossen droppt. Also es kann ganz, 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 ganz selten vorkommen, dass der von den jeweiligen Bossen nicht droppt. In Akt 1 wäre das der Essence of Anguish. Der droppt dann also von Skeleton King oder vom Schlechter oder von der Aranea. Die droppen alle den Essence of Anguish. Oder in Akt 2 ist das der Drags of Lystan, bei Magda, Sol'jun Kull oder Belial. Und in Akt 3, da mussten dann 2 Gems gewählt werden, weil wir haben ja übrigens nur 5 Akte und 7 verschiedene Soul Shards. Das bedeutet, in 2 Akten musste quasi kombiniert werden. In Akt 3 droppt entweder der Stain of Sin oder der Fragment of Destruction oder beide gleichzeitig von einem Boss. Da dann entweder natürlich von Gohm, von der Belagerungsfächerbestie, von Zydea oder von Asmodan selber. In Akt 4 ist das dann der Remnant of Pain oder der Sliver of Terror. Und das Ganze halt von Rakanoth, von Izual oder von Diablo selber. Und in Akt 5 dann der Shard of Hatred, entweder von Urzael, von Adria oder von Maltael. So ist es quasi sortiert. Das bedeutet, man kann so ziemlich gezielt einzelne Soul Shards farmen wirklich und dann den jeweiligen Soul Shard ganz oft mit Hellforge Ember, was man so beim Greater Riften von den Bossen eigentlich halbwegs oft bekommt. Also, keine Ahnung, alle 5 bis 10 Greater Rifts ungefähr habt ihr mindestens mal einen Hellforge Ember. Bedeutet, wenn ihr einen Abend am Speedgriften seid, sammelt ihr da ziemlich viele und könnt dann gezielt euch zum Beispiel einen Essence of Anguish farmen, den ganz oft hochleveln, könnt ihr immer wieder in Akt 1 von den Bossen farmen, bis ihr den natürlich mit der schönen Range auf Rang 1 bekommt, mit dem richtigen Effekt auf Rang 2 und dann natürlich noch mit dem richtigen legendären Affix auf Rang 3. Also immer wieder einen Gem quasi farmen, um den genau gezielt mit den richtigen Werten zu bekommen. So. Und wofür das auch noch sehr, sehr gut ist, ist fürs Leveln von 1 bis 70 nächste Season. Und zwar dadurch, dass die Soul Shards ja eine nahezu 100%ige Drop-Wahrscheinlichkeit haben und das von Anfang an seit Level 1, können wir gezielt Masse an Soul Shards farmen beim Leveln. So, aber jetzt nicht, um dann halt gezielt den Soul Shard beim Leveln zu benutzen. Natürlich, vielleicht gibt es manche Leute und manche Builds, die das machen wollen. Aber hauptsächlich, um die zu farmen und die dann zu zercraften. Denn hier ein wichtiger Punkt, wenn ihr einen Soul Shard zercraftet, dann gebt euch entweder 3 random imperiale Edelsteine, also ein 3er Stack, also entweder 3 imperiale Smaragde, 3 imperiale Topasse oder 3 imperiale Diamanten und so weiter und so fort. Und da ist egal, welchen Soul Shard ihr nehmt, jeder gibt euch ein 3er Stack von einem dieser random Gems quasi oder einen Flawless Royal, also die höchste Stufe eines Edelsteins, also den höchsten Toppers, den höchsten Diamant, den höchsten Smaragd und so weiter und so fort. Das bedeutet, man kann sich hier dann einfach beim Leveln den Boss nehmen, den man am schnellsten abfarmen kann. Das wäre in dem Fall dann Sol'jun Kull. Da ist ja der Wegpunkt fast direkt neben Sol'jun Kull. Könnt immer wieder Sol'jun Kull abfarmen und könnt euch ganz viele Drags of Lies holen. Die Drags of Lies könnt ihr dann immer direkt zercraften und könnt euch davon dann verschiedene Edelsteine holen, die natürlich sinnvoll sind beim Leveln. Bedeutet zum Beispiel ein Rubin, ein imperialer Rubin für die Waffe oder für den Helm, für Bonus XP und Bonus Damage in der Waffe. Oder Diamanten, die extrem viel All Resistance geben für die Rüstung. Das kann man zum Beispiel machen. Oder wenn ihr Luck hättet und beim Levelprozess Hellforge Ember finden würdet, könntet ihr euch natürlich auch spezifisch einen Soul Shard quasi erfarmen und euch da dann den Stufe 2 Effekt holen, der natürlich dann so stark ist wie alle diese Effekte ja zusammen. Also zum Beispiel den Sliver of Terror auf Stufe 1 aufwerten für die Bonus XP und auch noch alles andere. Das könnte man natürlich auch machen. Aber so kommt man auf jeden Fall ganz am Anfang easy an imperiale Gems ran, die einen extremen Boost geben beim Leveln. So, und kommen wir jetzt zum letzten Part des Videos, zur letzten sinnvollen Sache, die man noch mit den Soul Shards machen kann. Und zwar könnt ihr die Soul Shards auch für Augments benutzen, anstatt den legendären Edelstein jeweils. Augments oder auf Deutsch Kalesans Verzweiflung, das Cube-Rezept quasi, ist ja immer 3 von den höchsten Edelsteinen, ein Ancient oder Primal Item
Und natürlich einen legendären Edelstein. Und da kriegt man immer 5-mal die Stufe vom legendären Edelstein an Mainset zusätzlich auf diesem Item. So, und da könnt ihr an der Stelle anstatt den legendären Edelstein den Soul Shard nehmen. Und es ist nicht so, dass ihr dann für eine Stufe 3er Soul Shard 15 Mainset nur bekommt. Nein, das rechnet sich folgendermaßen. Für eine Stufe 0er Soul Shard bekommt ihr eine Stufe 50er Augment. Bedeutet 50 mal 5, 250 Mainset. Für eine Stufe 1er Soul Shard bekommt ihr ein 75er Augment. Für eine Stufe 2er ein 100er und für Stufe 3er ein 125er. Das bedeutet eigentlich, man kann sich relativ leicht Stufe 125er Augments aufs ganze Gear packen. Augments gehen ja maximal bis Stufe 150, weil man bis 150 maximal Edelsteine hochleveln kann. Bedeutet aber so, quasi mittelhohe Augments oder auch für viele Spieler sehr, sehr hohe Augments, die von der Great Rift Stufe nie so hoch kamen, kriegt man sehr, sehr schnell in der Season zusammen. Wie ich eben ja schon erwähnt hatte, man farmt dann vielleicht während der Season einen gewissen Soul Shard oder halt zwei gewisse Soul Shards fürs Gear immer und immer wieder, levelt die immer und immer wieder aufrecht, um die richtigen Effekte zu bekommen. Und dabei bekommt ihr natürlich viele, die dann einfach scheiße rollen, die den falschen Dreier-Effekt bekommen, den falschen Effekt auf Stufe 2 und Lower Range vielleicht auf Stufe 1. Und die braucht ihr dann irgendwann nicht mehr und die benutzt ihr dann als Augments. Damit könnt ihr euch nächste Season extrem, extrem viele Builds augmenten, viele verschiedene Set-Ranglisten pushen und so. Also generell dieser Augment-Prozent des Edelsteine-Leveln geht sehr viel schneller. Bedeutet auch, bei Greater Rifts konzentriert ihr euch natürlich hauptsächlich darauf, die Edelsteine erstmal hochzuleveln, die ihr benutzt, legendären Edelsteine, also Trapped, Stricken und keine Ahnung, Gogok zum Beispiel. Und danach könnt ihr eigentlich alle Edelsteine direkt Richtung 150 oder 125 und höher aufwerten, ne? Also unter 125er Gems aufs Gear draufhauen lohnt sich dann schon nicht mehr, weil das über die Soul Shards so viel schneller geht. So, und das ist auch der letzte Part über die Soul Shards. Das ist quasi alles, was ihr wissen müsst für die Season 25. Damit wünsche ich euch viel Spaß in der Season 25 und wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.